liebe Freunde von A Concert Every Day und vom Band Supporter Contest 2018. Heute melde ich mich mit dem ersten Halbfinalvideo, welches am kommenden Donnerstag, dem 8. März, im 7er Club in Mannheim stattfinden wird. Insgesamt sind aus den Vorrunden in Worms zwei Bands weitergekommen und aus der Vorrunde aus Heidelberg. Es wird eine recht rockige Angelegenheit, was auch dem 7er Club zu wünschen ist. Es ist ja eigentlich mehr so eine Rock-Location. Aus dem Regiofinale Worms haben sich The Watching qualifiziert. Die waren dort Sieger gewesen mit, glaube ich, über 34%, also jedenfalls deutlicher Abstand. Und dicht dahinter Baseborn Bastards aus Reiling. Das sind die zwei Bands, die von Worms eingezogen sind. Und das Heidelberger Regiofinale war ja im CAF 54 erst vor einer Woche gewesen. Dort hat ganz klar Salma das Rennen gemacht, Singer-Songwriterin mit Band. Und High Tide aus Heilbronn. Das sind die vier Bands, die wir am Donnerstag im 7er Club erleben werden. Meine Prognose: Es ist jetzt nicht so viel Unterschied bei den Rockbands. Da wird es wahrscheinlich wirklich drauf ankommen, wer die meisten Zuschauer wohl auch mitbringt zum Stimmenanteil. Musikalisch haben die sich alle nicht viel geschenkt. Bei Salma war es so gewesen, als Singer-Songwriterin hatte die auch viele Fans und Zuschauer am Start in Heidelberg. Das wird wahrscheinlich in Mannheim genauso sein. Also wird es letztendlich wohl auch ein bisschen zuschauerabhängig sein, für welche Bands gewotet wird. Aber ihr müsst immer zwei Stimmen abgeben. Das heißt also, es wäre also auch durchaus möglich, dass über Zweitstimmen auch eine Band mit weniger Zuschauern die Nase vorne hat. Insgesamt kommt nur eine Band diesmal weiter ins Finale nach Darmstadt. Also die Bedingungen werden härter. Erste Band, wo wir mal reingucken vom Auftritt aus Worms, ist The Watching. Ja, die hatten ja nun gar niemanden groß mitgehabt zum Unterstützen in Worms, was ein bisschen schade war am Faschingssamstag. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Kommt ein Donnerstagabend, geht es ein bisschen später los. Ich glaube, 20 Uhr ist da erst der Start. Vielleicht dann doch ein paar Leute nach Mannheim mitzunehmen, wenn die noch ins Finale nach Darmstadt wollen. Also ganz ohne Fans und Zuschauer wird es wohl dann auch nicht klappen. Also schauen wir mal in The Watching kurz rein. Die nächste Band sind die Baseborn Bastards aus Reilingen. Die waren auch ein bisschen schwach zuschauermäßig in Worms vertreten gewesen. Hoffentlich nutzen sie jetzt ihr Heimspiel in Mannheim. Die haben schon im 7er Club gespielt, haben sie mir verraten. Ich glaube, das war im letzten Jahr. Und Donnerstagabend bis 20 Uhr oder auch ein Ticken später kann man da schon noch ein paar Leute an den Start bringen, denke ich. Das sollte machbar sein. Also diesmal Heimvorteil für Baseborn Bastards in Mannheim. Ein paar kommen ja von der Band auch direkt aus Mannheim. Und schauen wir mal rein, wie der Auftritt in Worms war. Im 7er Club wird die ganze Nummer natürlich ein bisschen rockiger auf der großen Bühne aussehen und auch wirken. I'm watching my words.
Und dann haben wir die dritte Band, High Tide, mit knapp 30% rum aus dem Heidelberger Finale weitergekommen. Da haben es tatsächlich die Zuschauer gemacht, aber auch eigene Gäste, die sie mitgebracht haben. Jury-Voting war in Heidelberg relativ eng beieinander. Das waren gar nicht so riesen Differenzen. Da hatte Salma ein bisschen die Nase vorne bei der Jury und hat ein starkes Publikum mitgebracht. Aber die anderen Bands waren vom Jury-Voting relativ gleich gewesen und da haben es dann tatsächlich die Zweitstimmen von den Zuschauern letztendlich gemacht, wer weitergekommen ist. Gut, es wird jetzt ein bisschen schwieriger wahrscheinlich von Heilbronn, Donnerstagabends noch mehr Leute an den Start zu kriegen nach Mannheim. Aber nichts ist unmöglich. Motivation sollte da sein. Zentralstation Darmstadt ruft für den Sieger als nächstes. Also schaut mal, dass ihr ein paar Leute hinkriegt. Und der Ben hat ja auch noch ein paar Leute hier in Mannheim, die ihn kennen. Vielleicht gibt es ja auch lokale Unterstützung für High Tide dann im Halbfinale. Nochmal als letzte Band die Singer-Songwriterin Salma, die ja in Heidelberg mit Band am Start war. Ich denke, das wird sich in Mannheim auch gut machen auf der großen Bühne im Siebener Club mit Band. Und letztendlich konnte Salma auch die meisten Zuschauer beim Konzert in Heidelberg motivieren und ihr letztendlich dann auch über die Zuschauer den Sieg holen, die Zuschauerstimmen. Wobei bei der Jury war sie auch ganz klar vorne gewesen, also das Gesamtpaket war schon stimmig. Ich könnte mich jetzt nicht unbedingt auf einen Sieger vorab für Mannheim festlegen. Heimvorteil natürlich die Bands, die jetzt eher aus Mannheim-Heidelberg kommen, Salma und Baseborn Bastards. Die weiteren Bands wie jetzt High Tide und The Watching, da wird es wahrscheinlich mit den Zuschauern ein bisschen schwieriger sein, die zu mobilisieren, was wahrscheinlich am Ende aber den Ausschlag geben kann. Musikalisch solltet ihr es euch angucken. Es kommt ja leider nur eine Band ins Finale weiter, also ein einmaliges Spektakel im Siebener Club. Und es gibt ja auch noch eine Karte zu gewinnen. Schreibt, wenn ihr das Video geguckt habt und am Donnerstag kommen wollt, unter dieses Video in die Kommentare rein, die Band, die ihr supporten möchtet. Euren Namen habe ich ja von Facebook schon drin. Und ich werde dann kurzfristig nächste Woche am Dienstag auslosen, wer dann eine Karte über A Concert Every Day für das Halbfinale in Mannheim bekommen kann. Also schreibt da mal drunter, welche von den vier Bands, ihr habt jetzt alle vier auch gesehen, ihr supporten möchtet oder für welche Band ihr kommen möchtet. Dann kriegt ihr eine Freikarte von mir und wir sehen uns dann vor Ort auch noch am Donnerstagabend im Siebener Club. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat mit dem Video, lasst wieder ein Like auf meinem YouTube-Kanal da. Ich brauche noch ein paar Likes, um mal irgendwann die 1000 Likes, die YouTube fordert, wieder mal zu bekommen. Wir sind auf einem guten Weg. Und wenn ihr noch Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr es auch gerne noch in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Vorschauvideo für das nächste Halbfinale. Yeah.